erwähne das Luxemburg mit einer größeren Bahn bestückt ist, das heißt mit 6 Bahnen, aber jetzt konzentrieren wir uns aufs Finale. Guter Start von Mumenthaler, ein bisschen sitzen geblieben ist Bradley Lestrade. Mumenthaler versucht da den Lausanner unter Druck zu setzen, der jetzt kontern kann. Und was macht Svensson? Kommt er da nach der Kurve noch einmal? Gutes Stehvermögen von Svensson. Und es ist Lestrade vor Mumenthaler und Svensson. Wow! 21:10 für Bradley Lestrade. Das, die inoffizielle Siegerzeit, die wird bestätigt. Hat da zum Schluss die Nase vorn. Hat ein bisschen schlechter reagiert. Felix Doll. Dann mit 22:59 und Mumenthaler.